Hallo und herzlich willkommen auf diesem Kanal hier bei Da guckst du Landwirtschaftssimulator 22. Yippie-yo. Und es ist soweit. Ich hatte euch was versprochen. Es wird sich was tun auf diesem Kanal. Und viele haben mich privat angesprochen. Was ist das? Die Auflösung in diesem Video. Keiner hat was erfahren. Wie ihr seht, das Feld ist schon erntereif. Ich habe auch schon angefangen, den Drescher abfahren zu lassen. Und gut, jetzt fährt er wieder zum Startpunkt. Muss ich noch mal bearbeiten, aber halb so wild. Ja. Im Prinzip macht er jetzt einmal durch. Strohablage ist aus. Sieht zwar dann nicht mehr so schön aus, aber so ist es nun mal. Das Feld 50 ist mittlerweile auch schon 51, Entschuldigung, 50 sind wir gerade dabei, gepflügt. Da können wir sagen, wir löschen den Kurs raus und schicken einmal das Gefährt wieder. Oder fahren den schnell selber zurück. Ja, was wird das sein? Was hat er sich jetzt wieder ausgedacht? Ich spanne euch noch ein bisschen auf die Schulter. Oder auch auf die Folter. Lasst euch überraschen. Ah, ein bisschen leicht der Gutste. Aber alles gut. So, dann schnappen wir uns die Saatmaschine gleich. Keine Zeit. Mit der nächsten Autodrive-Version können wir dann auch sagen, der Traktor soll zum Feld fahren und seine Arbeit selbstständig anfangen über Cosplay, so wie ich es gerne hätte, dann funktioniert es endlich. Dann machen wir einmal die Generation des Felds mit der Feldarbeit.
So. Den schicken wir zurück zum Shop. Da ich ja ein bisschen was angespart wieder habe. So, bevor das Video in 10, 20 Minuten zu Ende ist und ihr eure Überraschung noch nicht bekommen habt, warum stehst du jetzt? Immer diese kleinen Kinderkrankheiten. Du musst dir auch die engste Ausfahrt nehmen, ne? Gibt es jetzt die Überraschung. Ich hoffe, euch gefällt's. Ich habe mich auch extra dafür schick gemacht. Und würde sagen, jetzt kommt die Überraschung. Hallöchen, da bin ich. Willkommen auf diesem Kanal. Ja, jetzt mit Bild. Ich hoffe, euch gefällt's so. Und wir haben weiterhin viel Spaß miteinander. Einwände gerne an mich. Was in der letzten Folge los war bezüglich des Shops. Keine Ahnung. Ich habe nochmal geschaut. Nach der Aufnahme ging es damit mal wieder. Aber wie gesagt, jetzt funktioniert's. Den verkaufen wir. Tschüssikowski. Und dann muss ich mal schauen. Ach ja. Wie gesagt, ich hatte gesagt, es kommen amerikanische Trailer. Und gut, da steht jetzt Caterpillar zwar drauf. Aber damit, denke ich mal, können wir gut leben. Ist auf jeden Fall amerikanischer und stilechter als der andere war. In diesem Sinne. Und 500.000 Liter ist... Hallowitzka, ganz schön viel. Für eventuelle Nebengeräusche entschuldige ich mich. Ich würde sagen, das kann man so annehmen. Fahren wir diesen LKW schon mal Wasserladen. Wenn er Wasser laden kann. Hatte ich jetzt gar nicht geschaut. Ja. Und schauen, was auf dem Feld 50 so passiert.
meine Fahrzeuge sind. Ey. Was war denn der Mist jetzt? Wo willst denn du hin? Ja. Keiner hat's gesehen. Eigentlich müsste er einen Ruf gekriegt haben. Mal nochmal schauen. Fahre zum Zielpunkt. Warum fährt er zum Zielpunkt? Wo willst du hin? Gut, dann machen wir es noch mal anders. Um auf Nummer sicher zu gehen. Die 50 auf Hofsilo. Das Schöne ist, den können wir dafür ja auch nutzen. Minuten, dein Ernst? Genau, 13 Sekunden. Ja, yeah, sie kommen gleichzeitig an. Und er fährt los und sollte jetzt eigentlich den Drescher abfahren, genau. Die Fruchtumfahrung ist an. Deswegen hat er sich jetzt hier den Durchbruch gesucht. Idealerweise, muss man sagen. Wirklich schön. Wie es gerade läuft. So macht es auch Spaß. Klar, ich habe jetzt auf dem Feld das Düngen nicht gemacht, dadurch, dass ich keine Düngetechnik so richtig habe, noch nicht. Aber... ja, ist doof, aber jetzt nicht zu ändern. Das hatte ich schon mal gehabt. Das über Curseplay... Abfahrer nicht mehr anhalten. Ah, hier. Das kann auch an sein. Ah, hier ist das mit dem Fahrzeugverband zu finden.
Gut, dann machen wir es jetzt. Sollte jetzt dann auch so funktionieren, dass er stehen bleibt dabei. Manchmal liegt einfach der Fehler 30 cm vor dem Bildschirm und ihr seht ihn jetzt. Jetzt funktioniert so, wie es soll. Wunderbar. Es läuft. Er fährt weiter, fährt jetzt ins zweite Vorgewende. Beziehungsweise hat er schon eigentlich. Wie viel Vorgewendebahn sollte er? Ich glaube zwei. Genau. Und dann fährt er jetzt hier rum und fährt hier auf seine erste Bahn. Genau. Sehr schön. Dann schauen wir mal rüber. So, den Fahrer. Der fährt seine Bahn schön. Dadurch, dass wir dann... Also einen Mistwagen brauchen wir definitiv noch. Beziehungsweise einen Güllestreuer. Mal schauen, wie viel der 6000 Liter Gülle. Aber noch kein Stroh. Das kriegen wir aber hin. Ne, wir haben nur zwei LKWs. Na doch. Dann kaufen wir uns noch schnell ein. Den habe ich auf einem anderen Spielstand auch am Fahren. Von daher weiß ich, dass der in Ordnung ist. Muss ich mal schauen. Ich glaube, bei den Bunker-Silos stehen aktuell noch Strohballen auf dem Anhänger, die wir in der letzten Folge abgefahren haben. Schauen wir einfach mal. Schade, dass es diese Cap-Over-LKWs nicht mehr so in den Staaten gibt. Hatten ihren eigenen Charme. Langhauber sind sicher auch was Geiles. Machen auch die USA aus. Aber die waren halt auch besonders. Halt, hier fehlen die. Holla, die Waldfeder wollte losfahren, ohne die Spanngurte zu sichern. Oder die Rundballen, besser gesagt. Gut, Spiegeleinstellungen hauen noch nicht ganz hin.
Und weiter geht's. Ja, natürlich. Rollt beide wieder raus. Schön wär's, wenn's so gehen würde. So. So. Dann einmal. Ist doch richtig rum gewesen. Ja. Einmal mitdenken. Noch nicht ganz perfekt sind die Kameraeinstellungen. Das werde ich in den nächsten Tagen aber noch perfektionieren. So, damit fühlen sich dann unsere Kühe auch wohler, indem sie ein schönes Strohbett haben. Hauen wir gleich noch ein Strohballen rein. Und laden noch einmal ab. Damit wird dann auch Gülle und Mist produziert. So, wir schauen noch einmal ins Tiermenü und sehen auf der großen Kuhweide 10.000 Liter. Noch nicht ausreichend, bei weitem nicht. Aber schon einmal besser als gar nichts. Na. Schön ruhig. Könnte ich ja eigentlich gleich noch einen oben raufwerfen.
Mit 20.000 Liter brauchen wir definitiv. Ich glaube, wir brauchen sogar 50.000 an Strohballen. Aber hey, wir haben sie. So. Mal schauen, eigentlich müsste gleich, wenn der Strohballen fertig ist, der andere runterfallen. Genau, und wir können weitermachen. Ist nur ein kleines Gerät. Aber passt schon. So. Nochmal schauen kurz. Sieht schon besser aus. 40.000 Liter brauchen wir. Alles kein Thema. Ne? In diesem Sinne aber, würde ich sagen, für heute reicht es. Wir schauen die nächsten Tage nochmal vorbei. Ich bedanke mich, wünsche euch einen wunderschönen Tag, bis zum nächsten Mal und ciao.